Ah, Herr Kessler. Zwei Teilnehmer, das ist ja schon mal hervorragend. Ups. Da. Hallo. Okay. Nachricht. Chat Nachricht senden. Jetzt. So. 2 Minuten. Hoffe, es kommt noch wer. Auch den Herrn Fribuli begrüße ich recht herzlich.15 Uhr. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Innovi-Webcast für Schachtungsoptimierung mit Inventor Nasting. Zuerst einmal möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Jörg Weber. Ich arbeite in der Innovi-Gruppe bei der Arnold IT hier in Freiburg. Ich bin über 20 Jahre im CAD-Umfeld tätig, habe angefangen mit AutoCAD, der Mechanical Inventor und auch Datenmanagement, da in der Hauptsache Autodesk Vault. Ich bin geprüfter staatlicher Techniker und die Programme eben, die ich in der Hauptsache bediene und Vorstelle, auch Schule sind eben das AutoCAD mit dem AutoCAD Mechanical obendrauf, im 3D-Bereich der Inventor, im Datenmanagement eben das Vault, aber auch Ausflüge schon getätigt ins Plan 3D für den Anlagenbau oder zur Verwendung oder Verarbeitung von Punktwolken mit dem REAMCAP, was ein total spannendes Thema ist und mir riesig viel Spaß macht. Die Innovi als kurze Vorstellung ist ein Zusammenschluss aus 4 Unternehmen und bildet einen Verbund, um Ihnen als Anwender und ja, als Nutzer von Autodesk Software nicht nur im Mechanikbereich, in dem wir tätig sind, sondern auch in der Architektur, im Bauwesen, Infrastruktur immer einen Partner an der Hand geben, der Sie dann über diese Themen auch betreut und einfach, dass Sie sich da aufgehoben fühlen. Wir sind mit den 4 erfolgreichen Goldpartnern, über 180 Mitarbeitern an 8 Standorten. Und diese Partner sind im Einzelnen die Arnold IT, dann das Hafners Büro, Entegra und die AKG Software. Unser heutiges Thema ist die Verschachtlungsoptimierung mit Inventor Nasting. Was heißt denn das überhaupt, Verschachtlungsoptimierung? Sie sehen es hier an so einem kleinen Bild. Es soll einfach heißen, Sie haben ein Bauteil. Am Anfang war es ein Blechbauteil ausschließlich,
Dann könnte man aber auch normale Bauteile nehmen. Das wollen Sie einfach mal sehen, ob es auf eine Tafel draufpasst und wie es auf eine Tafel draufpasst, um möglichst wenig Verschnitt zu haben. Die Verschachtelung bezieht sich auf Blechbauteile. Am Anfang war es so, man musste ein Blechbauteil haben, man musste auch eine Abwicklung machen. Und der damals oder der erste Umweg war, man konnte auch normale Bauteile, also die keine Blechbauteile sind, aber ebene Flächen haben, also eine ganz normale Platte mit Bohrungen drin, ich sage mal Brennschnitte, auch schon mit der Verschachtelung nutzen, indem man einfach gesagt hat, man macht ein Blechbauteil und eine Abwicklung. Das waren nämlich dann einfach die Voraussetzungen. Sie braucht eine Abwicklung. Bei Blechbauteilen ist es sowieso gegeben. Es ist eine integrierte Lösung im Inventor selber. Es ist also keine zweite Software, die Sie irgendwo aufmachen und starten, kein zweites Icon irgendwie, sondern es ist wirklich komplett im Inventor integriert. Und es ist Bestandteil der Product Design Manufacturing Collection. Das heißt, der Standard Inventor als Einzelprodukt besitzt es nicht, können Sie auch nicht separat hinzukaufen, sondern dann müssen Sie mehr oder weniger die PDMC, so wird es abgekürzt, verwenden. Und dort haben Sie dann eben als zusätzliche Möglichkeit das Inventor Nesting, um eben hier mit der Verschachtelung arbeiten zu können. Was können Sie verwenden? Bleche, wie gesagt, Bleche mit einer Abwicklung. Das ist eigentlich der Standard, wo man es her hat. Aber auch eben normale Bauteile. Und wo ich es jetzt auch verstärkt mal eingesetzt habe, ist es im Möbelbau für Holzbauteile. Also ein kleiner Kasten, eine Kommode, ein Unterschrank. Und Sie wollen einfach sehen, wenn Sie dann eben Ihr Holzmaterial haben, Ihre Zuschnittsplatte, wie kriege ich es da möglichst günstig drauf, um wenig Verschnitt zu haben, um wenig Restmaterial noch zu haben. Sie arbeiten hier auch mit Vorlagendateien. Und in der Vorlage definieren Sie zum einen mal die Standardmaterialien, mit denen Sie arbeiten und die Blechstärken. Also hier zum Beispiel zu sehen als Vorlage Edelstahl mit 0,5 mm Blechstärke. Und Sie gehen hin und sagen, welche Tafelgrößen Sie haben. Das richtet sich natürlich da nach dem, was Sie von Ihrem Händler, von Ihrem Zulieferer bekommen. Im Beispiel sind hier einfach mal drei Tafeln angelegt. Und Sie entscheiden dann hier mehr oder weniger bei der Verschachtelung, welche von diesen Tafeln Sie benutzen wollen. Sie können das Ganze auch immer wieder tauschen. Sie können aber auch jederzeit neue hinzulegen. Und diese Tafeln richten sich, oder diese Pakete, wie es dann einfach heißt, die richten sich dann auch nach dem Material. Was Sie auch haben, ist eine automatische Materialzuordnung. Das heißt, Sie müssen sich eigentlich gar nicht darum kümmern, ist das Paket jetzt vorhanden? Passt mein Material, passt meine Stärke, sondern das nächste liest es am Anfang für Sie aus und richtet es dann auch automatisch ein. Sie kriegen dann eine Meldung, dass eben, wenn es jetzt nicht vorhanden ist, das Nesting für Sie einfach dieses Material und das Paket anlegt, damit Sie damit arbeiten können. Coole Geschichte, muss man sich nicht großartig drum kümmern. Wenn Sie dann eine Verschachtelungsoptimierung angestoßen haben, kriegen Sie als Ergebnis grafisch dargestellt einmal die Größe Ihrer, sagen wir, Blechtafel oder Ihres Materials, auf dem Sie es ausschneiden wollen. Sie kriegen auch den Rest angezeigt und wie es ausgerichtet ist. Und dann geht das Nesting hin und sagt, ich gucke das, wie es am besten für mich passt. Sie lassen dann praktisch den Bauteilen zu, ob es gedreht werden soll, in welchen Winkel es gedreht werden kann, und das Nesting macht für Sie dann einen Vorschlag. Es kann natürlich sein, dass es gar nicht passt, dass Ihnen das so nicht gefällt. Wie gesagt, das ist einfach nur ein Vorschlag, den das Nesting bringt, und Sie entscheiden dann, jo, sieht gut aus, möchte ich gerne weiter mitarbeiten, oder jetzt in dem Fall, ich möchte mal gucken, das Blech 500 Teile, ich habe noch ein bisschen was übrig, kriege ich vielleicht auch 800 drauf. Umgekehrte Weise, dass Sie sagen, zeig mir mal so viel wie möglich drauf, machen Sie nicht, sondern Sie tasten sich wirklich an der Stelle ran und sehen halt, wie viel Sie übrig haben. Das Ganze funktioniert natürlich auf Baugruppenebene. Das heißt, Sie können hier hingehen und sagen, Sie möchten eine Baugruppe ableiten. Und das Nesting schaut dann eben auch hier erstmal nach, habe ich verschiedene Materialien, habe ich verschiedene Blechstärken. Und nach diesen verschiedenen Materialien und Blechstärken wird dann hinterher eben auch die Verschachtelung
berechnet. Das heißt, es kann im schlimmsten Fall für Sie sein, dass Sie auf einmal drei Ergebnisanzeigen haben, weil Sie eben drei verschiedene Materialien haben oder ein Material mit drei verschiedenen Blechstärken. Sie sehen ja auch im unteren Bild schon, dass hier das Nesting schon optimiert hat, in dem Sinne, dass sie einfach ja, Teile wirklich ineinander auch verschachtelt hat, wie es der Ausdruck ja auch schon sagt. Und man könnte hier ganz gut sehen, das Teil selber würde auf einer normalen Tafel nicht draufpassen, dann würde man jetzt eine zweite nehmen. Wenn Sie dann etwas, sage ich mal, herausgezogen haben, wenn Sie etwas für sich optimiert haben und Sie sagen, ich möchte das gerne weiter benutzen, zum Beispiel für eine Brennschneidemaschine, dann können Sie das Ganze auch ins DXF exportieren, sodass Sie es hinterher im AutoCAD auch einlesen können oder eben an eine Maschine übergeben, das dann daraus Schneidprogramme macht. Oder Sie exportieren das Ganze als Bauteil, wie im unteren Bild zu sehen, wo Sie dann eben das Ganze das wieder weiter nutzen können für zum Beispiel Inventorkam, eine andere integrierte Lösung, die von Autodesk zur Verfügung steht, sodass Sie auch hier total wieder im Programm drin bleiben und nicht mit zwei, drei Programmen hin und her hantieren müssen, sondern wirklich in einer Umgebung bleiben. Daraus lassen sich dann eben auch die CAM-Programme erstellen. So, genug Gerede, wollen wir uns das Ganze mal in Arbeit anschauen. Erstes Beispiel, ich habe jetzt verschiedene Beispiele mal aufgebaut. Erstes Beispiel ist hier ein Blechbauteil. Das sehen Sie, ein ganz normales Blechbauteil, wie es so gehen kann. Einmal kurz hochgezogen, einmal kurz gedreht. Zwei Bohrungen drin, zwei Laschen drin, eine große Lasche drin. Schauen wir uns die Blechstärke kurz an. Blechstärke, na, 0,5 Edelstahl. Diese Informationen sind schon mal sehr wichtig fürs Nesting, weil daraus guckt sich das Nesting ja beim Betreten der nächsten Umgebung an. Ist dieses zum Beispiel in der Vorlagendatei vorhanden? Wenn nicht, dann legt man es sich selber an. Das Nesting können Sie über mehrere Möglichkeiten starten. Wenn Sie komplett nichts aufhaben, dann haben Sie auch eine Möglichkeit, auf dem Nesting drauf zuzugreifen. Dann haben Sie hier oben die Verschachtelung und gehen in die Verschachtelung hinein, müssen dann eben das Bauteil importieren oder das Dokument anwählen. Wenn Sie innerhalb eines Bauteils drin sind oder einer Baugruppe drin sind, ist es sehr, sehr einfach, auf das Nesting drauf zuzugreifen. Sie führen einfach nur einen Rechtsklick auf das Bauteil aus und es ist egal, ob Sie dann jetzt hier in der Abwicklung drin sind oder nicht und sagen dann eben, Sie möchten hier die Verschachtelung erstellen. Die Verschachtelung schaut bei Blechbauteilen immer nach, ist die Abwicklung da? Und bei Normalbauteilen geht es nach der ersten Extrusion oder nach der ersten unverbrauchten Skizze. Ich habe mal eine Vorlagendatei vorbereitet. Die können Sie dann auch auswählen. Sie können verschiedene Vorlagendateien erstellen. Sie können auch hier mit verschiedenen, ja, sag ich mal, Situationen arbeiten, wo Sie eine Vorlagendatei zum Beispiel sagen, ich mache eine für Holz. Ja, dann nehmen Sie keine Materialien mit rein oder Sie machen eben eine für jetzt hier Edelstahl oder irgendwas, wie Sie wollen. So, und dann liest das Programm erst einmal ein die Geometrie. Und Sie sehen ja jetzt schon, es kommt keine weitere Fehler mehr oder keine Meldung. Das heißt, das Material wurde eben auch hier erkannt und Sie bestätigen das einfach nur mit Okidoki und dann kommt's. Dann haben Sie noch verschiedene Anzeigemöglichkeiten. Sie können zum Beispiel hier oben umschalten, dass Sie nach der Quelle sich das anzeigen lassen wollen oder nach Material. Wenn Sie eben verschiedene Materialien haben, dann kriegen Sie es auch farblich angezeigt. Bevor wir jetzt unsere erste Verschachtelung einfach mal durchführen, gucken wir eben kurz in die Materialbibliothek, weil ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es sind hier Pakete hinterlegt. Pakete sind einfach die Tafeln, auf denen es ausgeschnitten werden soll. Und dann sehen Sie, es ist für das Edelstahl 0,5, deshalb war es auch schon da. Einfach sind hier drei verschiedene Tafeln mal angelegt worden und eine Normaltafel und die fette ist die, die Sie bei der Verschachtelung auch benutzen. Wenn Sie wollen, können Sie dann auch noch sagen, dass die Zuschnittskanten berücksichtigt werden sollen. Sie können auch noch Kosten hinterlegen und. Sie können also total viel hier einstellen. Dann gehen Sie als nächsten Schritt auf die Verschachtelungseigenschaften, sehen dann erstmal, oh gut, ich habe eine Quelle, klar, es ist ja nur ein Teil, ich habe eine Priorität, das heißt, wenn Sie hier mehrere Teile hintereinander haben, können Sie sagen, das muss
mehr berücksichtigt werden als das andere und sagen mal, dass sie loslegen wollen. So. Und dann geht die Verschachtelung eigentlich los, wenn Sie die Verschachtelungsstudie erstellen. Und in der Verschachtelungsstudie sagen Sie dann, wie viele Teile Sie mal sich anschauen lassen wollen. Sie sehen nochmal die Formen, die berücksichtigt werden. Hier könnten Sie auch Formen ausschließen. Das heißt, es ist für eine Baugruppe ganz wichtig. Das gucken wir uns später nochmal an. Und welche Pakete jetzt hier zur Verfügung stehen. Also wir gehen zuerst mal hier auf die Normaltafel. Bestätigen das. Und dann zappelt es kurz. Und dann sehen Sie unten in der Verschachtelung Berechnung den Fortschritt. Wenn die Berechnung durchgelaufen ist, sehen Sie nochmal einen Zähler. Das ist nämlich jetzt das Ablegen der Verschachtelungen. Das heißt, jetzt werden die Geometrien auf dem Blech mehr oder weniger drauf projiziert. Und wenn das durch ist, sehen wir das Ergebnis auch richtig. Ich möchte noch kurz erwähnen, Sie haben die Möglichkeit, hier auch natürlich Fragen zu stellen. Das heißt, in Ihrem Webinar-Bedienpanel gibt es einen Fragenbereich, da können Sie auch Fragen reinschreiben. Und die Fragen werde ich dann natürlich im Anschluss beantworten. So, jetzt haben wir hier unsere Verschachtelung. Ja, 2 Meter Platte mal 1 Meter, 300 Stück. Schon mal ein bisschen ausgerichtet. Hier unten, ja, hat es jetzt auch irgendwas dahin gemacht. Also 300 kriegen wir auf jeden Fall drauf. Und wir haben noch 1,77 Meter übrig. Da könnte man jetzt mal überlegen, gut, ich habe irgendwo noch eine Blechplatte, 1 Meter mal 50. Also 1000 mal 500. Gehen wir doch hin und sagen einfach, dass wir hier nochmal unser Paket beeinflussen. Sie können jetzt hier auf die Verschachtelungsstudie draufgehen. Sie können jetzt hier auf die Pakete gehen, aber Sie können jetzt hier kein neues Paket anlegen. Sie möchten jetzt hier ein neues Paket aber auch zur Verfügung haben und das dann verwenden. Dann gehen Sie einfach hin in die Materialbibliothek, sagen bei den Paketen, dass Sie eben hier eins nochmal erstellen, hinzufügen. Das sagen wir hier, dieses Paket, das nennen wir einfach um. Das sagen wir mal Restpaket. Ja, Resttafel, sagen wir mal, Tafel. Und diese Resttafel, sagen Sie dann, okay, meine Länge ist 1000 mal 500, habe ich ja schon gesagt, und bestätigen das. So, und in der Verschachtelungsstudie müssen Sie dann bei den Paketen einfach nochmal gucken. Die Resttafel ist hier schon drin, die Normaltafel, die entferne ich jetzt einfach mal mit dem Löschen, bestätige das und dann rattert das Ganze nochmal neu los. Sie sehen, es geht wieder los. Sie müssen es gar nicht groß anstoßen, weil es gibt hier ein automatisches Aktualisieren. Und dann wird diese neue Tafel benutzt. Es wird hier wieder natürlich hingegangen und die Teile werden jetzt auf der neuen Tafel aufgelegt. Das kann natürlich sein, dass jetzt hier die Ausrichtungen anders sind. Und dann schauen wir, was hier als Ergebnis rauskommt. Sehr effektiv. Sie müssen nichts kopieren, Sie müssen nichts neu ausrichten, Sie müssen nicht überlegen, wie könnte ich das jetzt mit den normalen Inventormöglichkeiten auf den Tafeln positionieren. Und hier sehen Sie jetzt ganz einfach, dass meine ganzen Bauteile sauber ausgerichtet sind. 300 passen drauf. Ich habe 541 mm von der Resttafel noch übrig. Würde für mich bedeuten, ich kriege hier auch locker 600 drauf oder 500. Was Sie auch natürlich machen können, Sie könnten bei den Quellen hier oben noch eine zweite Quelle hinzunehmen und einfach sagen, die passt jetzt von dem Material und von der Stärke, die nehme ich einfach mit und mache es auf der gleichen Tafel drauf. Wenn Sie das Ganze dann später exportieren wollen, haben Sie halt die Möglichkeit, Sie sehen hier, da ist die Verschachtelung selber, da gibt es einen Bericht und da gibt es die Platte und die Platte können Sie dann hier eben auch exportieren oder im 3D-Modell erstellen. Und bei dem 3D-Modell wird dann einfach nur diese Grundplatte genommen und die Einzelteile werden draufgelegt. So, das nehmen wir mal nicht mit. Zweites Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte, ist dann anhand einer Baugruppe. Das machen wir hier alles mal zu. Und dann gehen wir hier auf meine neue Lieblingsbaugruppe. Schauen wir uns erstmal an, was wir hier alles haben. Wir haben hier wieder mehrere Blechbauteile zur Verfügung. Wir haben hier unsere Oberbaugruppe. Wir gehen mal in die Stückliste rein, schauen uns die Stückliste momentan an. Das heißt, wir haben vom Bauteil 1 2 Stück, vom Bauteil 2 haben wir 5 Stück. Von diesen kleinen Öhrchen, die hier drin sind, haben wir 8 Stück. Sie brauchen eigentlich wieder nichts großartig machen. Wenn Sie hier Normalbauteile drin hätten, können Sie das Nesting auch so einrichten, dass Sie sagen, für diese Berechnung
möchte ich aber nur meine Blechbauteile berücksichtigen. Und dann gehen Sie auch hier auf die Baugruppe und sagen, Sie möchten die Verschachtelung erstellen. Alternativer Weg, wo Sie dann aber manuell die Baugruppe hinzufügen. Sie können auch hingehen und sagen, Sie öffnen eine Nesting-Datei. Das heißt, Sie haben hier als Vorlagendatei in Ihrem Bereich dann die Möglichkeit zu sagen, dass hier die Nesting steckt dann hier unten bei den Verschachtelungen drin, dass dort die Vorlagen verfügbar sind. So, Gruppe, Verschachtelung erstellen. Ich möchte jetzt hier wieder meine Millimeter haben, da sind meine Pakete ja drin. Bestätige das Ganze und warte erstmal, bis das Programm es einliest. Sie sehen dann immer den kleinen Fortschritt. Das Bauteil wird geprüft, ob irgendwo vielleicht ein Fehler ist. Sie sehen schon, Materialname 1.0550 ist nicht da. 2 mm habe ich hier als Stärke auch nicht. Akzeptiere ich einfach. Das Programm legt es eben jetzt für Sie an und wir schauen dann auch einfach in die Materialbibliothek gleich einfach mal rein. Bauteile werden weiter analysiert, ob irgendwelche Fehler drin sind, Konstruktionsfehler oder auch, sag ich mal, Fehler, die fürs Nesting halt nicht günstig sind. Und irgendwann ist dann alles grün und wir können weitermachen. So. Noch keine Fragen zu drin. Okay. Nehme ich mal an, dass alle bisher, alle beiden begeistert sind. Und wir warten immer noch, bis der durchgelesen, gerechnet hat. Es dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Was wir nicht machen sollten, ist vorher abbrechen mit okay, rausgehen, bevor nicht wirklich alle Haken grün sind. Sonst kann es schon mal zu Ungenauigkeiten hinterher in der Verschachtelung kommen. Da ist er aber jetzt fleißig dran am Arbeiten. So. Keine Fragen bisher. Okidoki. Hätte vielleicht doch ein anderes Beispiel nehmen sollen. Wir warten noch. Ich hatte es schon erwähnt, ich habe es auch mal jetzt eingesetzt für Holzbauteile, für einen Holzkasten, für einen Unterschrank. Einfach auch hier das Ganze mit auszunutzen. Um wirklich dann zu sehen, wie die Zuschnitte sind. Hallo. Jetzt. So, und jetzt kommen meine Teile wieder an. Die werden wieder eingelesen und Sie sehen jetzt hier meine 5 Bauteile, 1, 2, 3, 4, 5. Sie könnten aus der Verschachtelungsstudie jetzt auch Bauteile rausschmeißen. Das heißt, wenn Sie hier zum Beispiel so ein Bauteil nicht haben möchten, dann können Sie ganz einfach sagen, Sie möchten hier die Sichtbarkeit unterdrücken oder Sie möchten es auch sag ich mal, aus der Berechnung rausnehmen, wenn Sie wollen. Schauen wir in die Materialbibliothek wieder rein. Da ist das Material hier unten schon angelegt und zum Material auch ein Standardpaket beziehungsweise die letzte Größe, die eingestellt war, wird hier auch verwendet. Da sagen wir jetzt einfach, wir nehmen mal ein größeres Paket, weil ich glaube nicht, dass die da drauf passen. 2000 mal 1000. Sehr ungewöhnlich. Das 2000, das Millimeter geht hinten sofort dran. Das heißt, Sie müssen auch wirklich hier einfach nur 2000 reinschreiben. Dann gucken wir uns in die Eigenschaften nochmal um. Ja, passt alles. Es ist auch hier, es darf auch gespiegelt werden. Als Infos sieht man dann auch die Länge und die Breite von den Teilen, weil das ist ein bisschen komisch. Im nächsten gibt es kein Messen, keine Messfunktion. Dann gehen Sie einfach wieder nur auf die Verschachtungsstudie erstellen. Und ich möchte als erstes einfach nur mal sehen mit einer Größe, ob es auf die Tafel überhaupt drauf passt. Bei 300 wäre ich jetzt so weit, dass ich sagen würde, schön, dass Sie zugucken. Wir treffen uns in 1 Stunde wieder und dann wollen wir mal weiterschauen. Wie gesagt, bei den Formen können Sie halt hingehen und sagen, Sie möchten auch eine Form nicht mitbenutzen. Sie haben nochmal die Möglichkeit, aufs Paket zu schauen, bestätigen das Ganze dann und lassen die Studie wieder ausführen und gucken dann, jo, super. Also eine passt auf jeden Fall auf meine 2 mal 1 Meter drauf. Jetzt erhöhen wir das Ganze einfach und sagen, wir wollen mal gucken,
passen auch zwei drauf. Ich würde es mal einfach mit Ja beantworten, auch wenn wir hier unten nur eine Restgröße von 8.980 haben. Aber das soll das Programm für uns ja jetzt ausloten, weil Sie sehen ja, hier oben ist noch ganz viel Platz. Also gehen Sie in die Verschachtelungsstudie hinein und sagen mal, zeigt mir doch mal, passt es auch für zwei? Wir könnten auch eine neue Verschachtelungsstudie natürlich beginnen, somit auch vergleichen. Und dann sehen Sie, das ist das, was das Programm einfach ausmacht. Die Anordnung ist jetzt komplett anders als vorher. Es ist viel, viel besser die Tafel ausgenutzt. Und Sie sehen eben, okay, ich habe immer noch ein bisschen übrig, aber es ist wirklich mehr zusammengepackt. Und ich würde jetzt fast vermuten, dass auch noch eine dritte Ausführung drauf passt. Schauen wir einfach rein. Sagen wir mal eine dritte. Gehen da drauf. Lassen das uns wieder anschauen. Und das können Sie einfach mit Ausprobieren auf dem Inventor eigentlich gar nicht hinkriegen. Und eine dritte passt auch noch drauf. Super, Sie sehen hier oben, diese Ohren, diese Laschen sind jetzt nochmal anders verteilt worden. Wären in einem Bauteil große Zwischenräume, kann es sogar sein, dass das Nesting solche kleineren Teile in die Lücken von größeren Teilen einfügt. Und mit drei Stück sind wir schon wirklich sehr, sehr gut in der Ausnutzung unseres Materials. Wir haben nur noch 45 mm Rest übrig und die Länge ist komplett aus. Also könnten Sie jetzt schon mal feststellen, dass Sie bei einem Zuschnitt von 2 mal 1 Meter dreimal diese Baugruppe drauf bekommen. Und das finde ich einfach total irre an dem Programm. Wollen wir das Ganze auch nochmal exportieren? Das heißt, wir gehen jetzt einfach nochmal auf die Platten. Wir haben ja hier oben unseren Export und Sie können dann hier hingehen und sagen, Sie exportieren das Ganze einfach ins DXF. Oder Sie sagen, Sie möchten das 3D-Modell erstellen, können hier noch ein paar Eigenschaften vornehmen. Wir können zum Beispiel sagen, Bauteile mit mehreren Körpern erstellen, eine Baugruppe erstellen, Rohteile einschließen und. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, wie es ist. Und dann schauen wir uns an im Inventor, wie das da rauskommt. Dieses Teil oder die Baugruppe könnten Sie dann ja natürlich speichern, weitergeben, woanders hin. Das brechen wir mal eben ab. Ich habe mein Bolt an. Das war das Data Standards, was jetzt hinten dran gekommen ist. Und die Baugruppe sollte dann eigentlich gleich kommen. Machen wir es nochmal. So, machen wir doch eben. Okay. Da sehen Sie dann die Baugruppe, ja, mit dem Material. Die einzelnen Teile sind da drin. Und dann sieht das eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Also die Teile sind jetzt wirklich verschachtelt da oben drauf. So. Letzte Beispiel, einfach nur mal, weil es mir auch wirklich Spaß macht, mit umzugehen, soll jetzt eben eine Kommode sein. Das nehmen wir nochmal weg. Das brauchen wir nicht. Meine Kommode habe ich hier. Das ist jetzt auch für eine Kundendemo gewesen. Da ging es eben wirklich darum, auch den Holzzuschnitt zu optimieren. Und wir machen einfach das Gleiche nochmal. Wir gehen einfach nur in die Verschachtelung herein. Diesmal nehme ich meine Standard-Baugruppenvorlage oder Nesting-Vorlage. Das Holz wird jetzt auch gleich wieder angelegt. Wir sehen, die Teile werden wieder analysiert. Ich habe hier gar kein Material angegeben. Es sind verschiedene Blechdicken drin, wobei 650 mm, das kommt jetzt daher, dass der Inventor hier immer nach der ersten Extrusion guckt und die war halt nach hinten hinweg und das war ein bisschen sehr heftig. So, wenn wir das Ganze jetzt wieder durchgerechnet haben und die Teile sind da, dann werden Sie auch sehen, dass man eben zum Beispiel auch eins entfernen kann. Gibt es Fragen zwischendurch? Keine bis jetzt. Okay. Wir müssen jetzt leider hier wieder ein bisschen warten, bis das reinkommt. Sie können auch mit mir chatten, wenn Sie wollen. Es gibt so ein Chatfenster. Ich habe Sie beide auch schon angesprochen in dem Chatfenster. Ansonsten warten wir einfach mal, bis das durch ist. Ja, die 650 mm ist natürlich eine Sache, die schon sehr heftig ist. Da wollen wir schauen, ob wir die wegmachen können. Sie können auch in den Bauteilen selber vorher bestimmen, was Sie fürs Nesting benutzen wollen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel jetzt so wie ich diese 650 haben, dann wird es sicherlich nicht die richtige Fläche sein. Sie können dann aber hingehen, in den Bauteilen zum Beispiel eine Skizze drauflegen und der Skizze dann sagen,
Du bist die Skizze für zum Beispiel dann das Nesting, für die Berechnung im Nesting selber. Das können Sie auch machen, wenn Sie ein Bauteil haben, was in der ersten Extrusion zum Beispiel nur ein Quadrat ist, in der restlichen Ausführung später aber zum Beispiel Ecken abgefräst hat. Die sehen Sie dann eigentlich gar nicht in der ersten Extrusion, weil eben das Nesting schaut nach der ersten Extrusion oder nach der ersten unverbrauchten Skizze. Und dann können Sie mit der unverbrauchten Skizze eben auch bestimmen, was Sie sehen wollen. So, jetzt gucken wir mal. Sie sehen hier auf jeden Fall, Sie haben drei Bereiche. Das kommt eben, weil Sie eben hier drei unterschiedliche Materialien haben. Gucken wir mal in die Verschachtungseigenschaften. Den hier möchte ich jetzt nicht haben. Das ist die Seitenplatte links. Die brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Die Seitenplatte rechts ist das gleiche. Das brauchen wir auch nicht. Also schauen wir in die Verschachtungsstudie. Gucken bei den Formeln und sagen, die Seitenplatte möchte ich nicht wählen und die Seitenplatte möchte ich auch nicht wählen. Die möchten wir einfach rausnehmen. Können auch noch die Sichtbarkeit wegnehmen. So, lassen das erstmal alles durchlaufen. Und dann sehen wir hier unsere Ergebnisse. Ja, Sie sehen hier, hier und hier die Ergebnisse praktisch von den Verschachtungen. Gut. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen ersten Eindruck oder einen Eindruck über das Inventor Nesting geben. Möchte Sie natürlich auf unsere Weiterbildungsangebote hinweisen, auf die nächsten Webcast-Termine, die Sie auf der Homepage der Innovia immer sehen. Sie bekommen zum Schluss oder am Anschluss auch noch einen Link, wo Sie sich dieses Webcast auch herunterladen können. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach bei einem der vier Partner. Also zum Beispiel bei der Anod-AT bei uns hier in Freiburg eben, bei Integra, Hafnisbüro oder AKG. Wir würden Ihnen gerne das Nesting oder zeigen Ihnen das Nesting auch gerne nochmal live bei Ihnen vor Ort. In diesem Sinne, weil keine Fragen da sind, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bedanke mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Bis dahin, tschüss.